Ja, wieso redest du, ohne deinen Mund zu öffnen? Warum schickst du mich? Solltest du nicht eigentlich gehen? Warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Du gibst mir dein Schiff? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Warum schickst du mich? Solltest du nicht eigentlich gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Wir leben noch. Gott, ich muss kotzen. Kotzen dein Helm. Ich weiß nicht, wie du da cool bleiben konntest. Hey, klingt, als müsstest du los. Gehst du da los? Oh. Liefer das Zeug zur Constellation. Was für ein Reinfall. Barrett kann nerven, aber er kann auch kämpfen. Uns passiert nichts. Gehst du dann mal? Hier bringst du uns nichts. Gehst du mal? Los, liefer das Zeug zur Constellation. Okay, okay. Was für ein Reinfall. Wir leben noch. Hau rein, Heller. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Es ging aber schnell. Oh. Und die Waffe nicht irgendwie schnell. Oh, du kannst Kreaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Mit jedem gescannten Objekt wachsen deine Analysedaten des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Über den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Baby. Achso. Hä? What the fuck? Aha, so komme ich auf die Map. Die Ressourcen-Map. Wie habe ich den Scanner geöffnet? Hohe Schnellleiste. Ach, F. Ah. Oh, what the hell? Ja, genau, ich verstehe gar nichts. Außenposten kann nicht platziert werden. Was stand da? Extreme irgendwas. Extreme Umgebungsbedingungen, okay. Fotomodus. Mit E kann ich scannen, prinzipiell. Aha, die kann ich aber nicht scannen, ne? Ja, schon was, cool, ich komm. Das Indigo-Protokoll ist aktiv. Kann mir einer sagen, wie ich mich healen kann? Captain, ich führe also. Sie bestmöglich. Okay. Captain, ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Ups. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß.
Außer diese Trödeleien, Träumereien und Händeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Das habe ich außerdem ja das Gespräch unterbrochen, da tut mir leid. Ah, erstmal hinsetzen. Ja, jetzt könnte ich hier warten, okay. Das Schiff kann ich einen Helm ausziehen, oder? So, erstmal hier. The fuck, ist das ein Helm? Korrosiv, thermal, okay. Versuchen. Ja, genau so. Okay. Nein, jetzt habe ich ihn fallen gelassen. Kann das sein? Ja. Ja, mit dem Helm. Kann ich noch verkaufen. Ja, mehr Thermal. Oha, oha. Hier, kann ich auf Favorit legen? Nee, achso. E, aha. 1, 2. Wo ist der Cutter? Den lege ich mal auf die 4. Kann ich jetzt hier so... Okay, cool. Frage ist, wie mache ich das mit Heilungssachen? Wo ist denn hier der Heal-Stuff? Medikit, Favorit. 3. Zack. Irgendwem hau ich die Axt so in die Birne. Schleudersitz, okay. Dann fliegen wir das schöne Ding nochmal. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Abheben. Bitte was? Da weiß ja einfach, wie man so ein Ding fliegt. Gerade eben noch ein Schildetrauma gehabt gefühlt, ey, und jetzt fliegt er ein Raumschiff. Beziehungsweise wir. Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen, starte alle Systeme einschließlich des Grafsantriebs. Halte Alt gedrückt. Halte Alt gedrückt. System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Verstehe. Schiffsantriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem HUD zu. Links unten sehen Sie einen Farbmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der vertikalen Balken rechts davon übereinstimmt.
Okay, das mit den Drehungen. Haltet euch fest. Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schäden schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ohne Hülle werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Die Schilde sind voll. Das habe ich gesehen, okay. Bitte was? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und es setzt seine Waffen ein. Ja, den mach ich fertig. Komm her, mit Boost! Wir müssen ihre Schilde deaktivieren. Ja, aber ich kann womit schießen, kann ich. Besonders effektiv. Ist schon weg. Näher dich im Flug einen Schiffswrack und drücke E, um es zu plündern. Bisschen mehr Tempo rausnehmen. Will hier die Sachen ja nicht. Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain. Okay, ihr Schweine. Drücke E, um zwischen Weltraumzeiten durchzuschalten. Bitte was? Einmal hört ihr auf zu fliegen. So, komm her, du Drecksack. Oh, er ist zerstört. So, eine Drehung. Weg mit dir. Drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen. Dort kannst du die Sternkarte zugreifen. Ich wollte das Ding hier eben looten. Wahrscheinlich die hier, oder? Das oder die... What the hell? So. Zurück zum System. Sternstation. Das meint er, oder? Reisen nach Creed. Kurs festlegen. Reisen. Alter, ist noch ein bisschen, verwirrend das Menü, sagen wir es so. Mond von Enzelon. Den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche.
Drücke Tab, um das Datenmenü zu öffnen, oder kannst du auf die Sternenkarte zugreifen. Die Planetenansicht der Sternenkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt die Planeten auf Ressourcen scannen und hilft, die wichtigen Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten bis du das Kartensymbol Creed Forschungslabor siehst. Wähle es dann nach raus, um dort zu landen. Landen. Okay. Das war jetzt nicht so schwer. So, aufstehen. Was sind das denn da für Wesen? So. Ich brauche eine Stunde Schlaf. Mein Freund. Das war aber auch ein Flug. Ach scheiße, wie ist denn hier? Hallo Vasco. Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Wer seid ihr, du und Barrett? Was ist die Constellation? Die Constellation ist eine Forschergesellschaft. Sie wurde vor über 50 Jahren gegründet, um das Unbekannte zu ergründen. Mitglieder brechen oft in kleinen Gruppen zu Expeditionen auf. Eine oder zwei Personen. Oder, wie bei Barrett und mir, eine Person und ein Roboter. Sie begrenzen die Anzahl der Mitglieder bewusst. Sollten Sie sich der Constellation anschließen, wären Sie das 10. aktive Mitglied. Warum vertraut mir Barrett sein Schiff an? Barrett würde sagen. Abbruch! Das kann ich aus dem Gespräch raus. What the hell is going on? Ausfall der Hauptjantine. Imminent. Ich kann nichts machen! Ich bin noch stuck in dem Gespräch. Du hast wenig Gesundheit. Danke dafür. Guten Tag. Hallo? Ja, stech mich ab. Okay. Vielleicht ganz gut, dass ich schlafen war. What the fuck? Feuerlöscher, okay. So. Komm erstmal hier rein. Sonst drehen die Viecher wieder durch. Für Kampf programmiert. Er ist aber keine Primärfunktion. Okay, wir reden gleich. Verdammtes Viehzeug, das ist fürs letzte Mal. Komm, dir verdammten Viecher. Oh, ist sehr groß. Jetzt fange ich den Streit hier an. Dann kannst du ausweichen, wie du willst, mein Freund. Du. Ich registriere Lebenszeichen. Lebenszeichen, die ausgelöscht werden müssen. So wie wir Menschen das immer tun. Kann ich nochmal sehen? Plündern.
Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet deine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills. Die Reihen darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgeben kannst. Bitte was? Okay, ich habe hier... Führe 10 Schleichangriffe aus. Plündere 25 Behälter und töte 20 Gegner mit Nahkampfwaffen. Okay. Das habe ich vor. Deswegen habe ich auch die Axt ausgerüstet. Also. Barrett und die Crimson Fleet haben eine Vorgeschichte. Sie gehen. Habe ich irgendwo eine Map hier? Stets davon aus, er sei ein Schatzjäger im Besitz von Wertgegenständen. Sie liegen falsch. Meistens. Muss wahrscheinlich dahin, ne? Kann ich rutschen? Nee. Jo, zack. Ja, kannst du ausweichen, wenn du willst. Du kriegst die Axt in den Kopf, Junge. Dafür werde ich sorgen. Komm, Vesco. Vasco. Wir haben eine Aufgabe zu erledigen, Alter. Was ist denn das für ein Vieh? Kann ich das ernten? Ach, warte, wie konnte ich denn analysieren? Scannen. Staubwurzeln. Was kann ich damit jetzt machen? Gar nichts. Geht das? Extreme Hitze, oh. Kümmere dich um den Kapitän der Crimson Fleet. Ja, das habe ich vor. Ressource anzeigen. Helium. Aber wie geht der kaputt? So, anscheinend nicht. Hm. Schaden erlitten. Tut mir leid, Vasco. Aua. Achso, einfach sammeln. Okay, okay, super. Oh, das sieht auch interessant aus. Eisen. Das kann ich aber schon so... Ja. Zack. Dann haben wir hier noch. Blei. Analysiert. Kategorisiert. Und aufgeschrieben. Silber. Dankeschön. Argon. Staubwurzel. Kann ich hier aufsammeln oder? Nee, hier kann ich gar nichts machen, soll ich hier. Ah doch, sammeln. Okay. Muss ich nur nah genug dran gehen. Was habe ich da übersehen? Noch mehr Blei. Danke, was sind denn das für kleine Vier? Trilobit. Wir das analysieren. So. An den kann ich gut Waffen gedünst. Entdeckt. Geh nicht so schnell. Geh nicht so schnell, habe ich gesagt. Beziehungsweise geh nicht so schnell, habe ich gesagt. Oh, da war direkt. Hab ich das schon analysiert? Ja.
Zack. Alles meins. Argon hinzufügen, alles mitnehmen. Den habe ich auch noch nicht analysiert, oder? Hey! Kann den nicht scannen. Bitte. Warum bist du jetzt so sauer? Warte mal. Ja, schlitz sich einen Arsch auf. Asko, warum schießt du so direkt los? Ich warte noch voll an analysieren. Der ballert ihn einfach ab. Gefällt mir. Asko passt sich der Menschheit an. Alles, was nicht menschlich ist, wird erschossen. Boah, ist der langsam im verborgenen Zustand. Hallo? Ich weiß nicht, wo dein Kopf ist, aber ich schlitze es auf. Nein. Keiner. Crit. Holy, ich weiß nicht, was hier passiert. Aber hier wird alles, ja, renn weg. Vasco, du kümmerst dich drum, ja? Ist das menschliche Todesrisiko stark erhöht? Danke. Das hätte ich nicht gewusst. Wir haben sie verloren. Das macht nichts, Vasco. Was ist das? Ist irgendwas? Landeplatz. Frontier. Unbekannt. 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 Schnell aufheben. Schnell aufheben. Heiß. Oh, eine Truhe. Ein Outfit. Ich habe ein Farming-Outfit bekommen. Mir ist alles egal. Jetzt da vorne hingucken, was da los ist. Zack, zack, kriegst du die Axt im Korb. Was sind meine Skillpunkte hier? Wie viele habe ich jetzt? Abgeschlachtet? Nee. Hier. 8 von 20. Das dauert ja ewig. So. Ich kann einfach nicht aufhören mit den Minen. Ich bin zwar den Job los und hab einen neuen, aber ich bin in mir steckt einfach das meiner Herz. Alles voller Silber auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht, hier alles aufzuheben, aber bestimmt. Lässt sich bestimmt alles verkaufen und so. Kann es sein, dass ich hier so ein... Was, wenn ich hier so einen Außenposten errichte? Da siehst du ein Außenpostensignal, kannst du Objekte und Gebäude bauen. Mit Q und E kannst du durch das Baumenü kategorisieren. Mit Tab wechselst du in den Modifizieren-Modus. Um Außenpostenobjekte zu bauen, brauchst du Items und Ressourcen. Beim Bau eines Objekts werden die Materialkosten automatisch aus deinem Chefs, Frachtraum oder Inventar abgezogen. Was ist denn das? Extraktor Silber. Der Hinterding. Silber benötigt Energie, um zu funktionieren. Errichte über die Kategorie Energie eine Energiequelle, um ihn zu versorgen. Ich weiß nicht mal, wo ich hier die Kategorie umschalten kann. Da oben. Sonstiges anzeigen. Fuck, war das? Eine Aufstellungspuppe. Möbel, Herstellung, Gebäude, Lager.